Besonderer Besuch, das Ehepaar Ruth und Gabriel Bach weiter auf Einladung des AJZ in Dessau-Roßlau. Der stellvertretende Chefankläger im Adolf-Eichmann-Prozess Gabriel Bach hielt in der Stadt eine Lesung und wurde anlässlich seines Buches auch vom Oberbürgermeister Clemens Koschek empfangen. Im Oktober 1938 emigrierte Bach mit seiner Familie aus dem Deutschen Reich nach Amsterdam, wo er weiter die Schule besuchte. Er ist der einzige Überlebende seiner jüdischen Mitschüler aus dieser Schulzeit. Im Jahr 1940, einen Monat vor der Invasion Hollands durch deutsche Truppen, buchte die Familie eine Passage nach Palästina und wohnte dort in Jerusalem.